Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Geister mit schlechter Aufnahme. Scheiße. Heute geht es mal um 5 Rituale bzw. Geister, die wirklich gefährlich werden können. Und ja, ich bin wieder im Badezimmer, weil ich muss schon wieder meinen Hund baden. Der macht echt viel noch mehr Dreck als ein Schwein. Ja, Amigo, ich meine dich, du musst gleich wieder baden. Das ist nicht lustig, kleiner Mann. Naja, ist... Amigo. Aber, ist... Geh doch zurück jetzt. Du kommst gleich in der Wanne. Wir haben nach dem Video. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Okay. Ja, ich mach wieder mit Galerie und so, aber... das kennt ihr ja. Heute geht es mal darum, um die Bloody Mary, darum hat es ein Feeling, Baby Blue, Slenderman und das Gläserrücken. Wir fangen einfach mit Bloody Mary an. Bloody Mary kennt ihr ja sicherlich alle. Das ist, ich erzähl's euch nochmal kurz, es handelt um einen Geist namens Bloody Mary bzw. Mary, die in einem Spiegel wohnt, beziehungsweise ihre Seele in einem Spiegel ist. Und ja, man kann sie beschwören, diese Seele kann man beschwören, indem man im Spiegel dreimal Bloody Mary sagt. Es gibt allerdings sehr viele Varianten, einmal im Kreis drehen, dann im Spiegel blicken, Bloody Mary sagen, dann eine Kerze vorm Spiegel stellen und dann Bloody Mary sagen, dann gibt es noch etwas mit Mary Law sagen oder 9-mal Bloody Mary sagen, also es gibt viele Varianten. Wenn ihr wollt, aber dass ich noch ein extra Video zu Bloody Mary machen soll, lasst einen Kommentar. Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. So. Bloody Mary ist aber auch sehr gefährlich, denn man weiß nicht, was passiert. Angenommen, zum Beispiel, ich erzähle euch mal von meiner Erfahrung. Ich habe mal die Bloody Mary Challenge gemacht auf meinem Altkanal. Ich kann euch den Link in die Kommentare packen. Ich hatte im Video gesagt, dass es klappt. Ich habe es gespürt, dass es klappte. Dann, als ich das Video beendete, hatte ich eine Präsenz gespürt, die echt gruselig war. Und dann wusste ich sofort, es kann nur Bloody Mary sein. Weil es ist keine... Kein Mensch sagt, es geht nicht oder es geht doch. Es ist immer unterschiedlich und deswegen, ja. Also Leute, wenn ihr es macht, dann auf eigener Gefahr. Gehen wir mal zu Daroma San. Alles klar, schon wieder Video ab 16. Und in Daroma-san ist ein Ritual, in dem man mit einem Geist Fang spielen kann. Es ist ganz einfach. Gehe nachts, bevor du schläfst, in die Badewanne. Wasch deine Haare und sag jedes Mal Daroma-san Feeling. Oder auch im Deutschen Daroma-san Feel hin. Du musst die Augen die ganze Zeit geschlossen haben. Wenn du irgendwann fertig bist, hast du ein Bild einer japanischen Frau, die sich das rechte Auge an der Badewanne an dem Wasserhahn aufschlitzte. Und das Spiel an sich, beziehungsweise das Ritual an sich, ist eigentlich nicht gefährlich. Allerdings weiß aber niemand, was passiert, wenn Daroma-san denjenigen fängt. Und deswegen rate ich euch, ihr könnt das Spiel spielen, aber macht es niemals ein zweites Mal. Weil da, wo Daroma-san verschwindet, kommt sie dann wieder und hat damit deutlich einen höheren Vorsprung. Kommen wir zu Baby Blue. Baby Blue ist eine Spiegel-Challenge, in dem man ein Baby, also so eine Art Hand hat,
Also ihr nehmt es so, wenn ihr ein Baby auf der Hand habt und ihr schaukelt es. Genau so steht ihr dann vorm Spiegel, natürlich ohne ein Baby, und sagt dann Daroma San, ja genau, er sagt dann Baby Blue. Wenn ihr das fertig habt, wird eure Hand immer schwieriger und schwieriger, als ob ein echtes Baby da drinnen liegt. Wenn es euch allerdings so zu schwer wird, müsst ihr das Baby die Toilette runterspülen. Wenn ihr es aber nicht schafft, soll die berühmte Bloody Mary kommen und euch so laut anschreien, gib mir mein Baby zurück, dass dein Spiegel zerspringt und Bloody Mary versucht, dich mit den Scherben zu töten. Deswegen würde ich vorschlagen, macht dieses Ritual nicht. Natürlich besteht es auf eigener Gefahr, aber ich würde es trotzdem nicht machen. Kommen wir damit zum vierten und vorletzten Ritual, und zwar Gläserrücken. Gläserrücken ist an sich eigentlich kein Ritual, aber dennoch gruselig. Für die Leute, die es machen wollen, ich erkläre es euch. Ihr braucht 26 Blätter mit Alphabetbuchstaben, das heißt A bis Z. Ihr braucht 10 Blätter, also Blatt Papier, wo dann die Zahlen draufstehen müssen, 0 bis 9. Oder waren es 9 Blätter? Ist ja egal. Dann braucht ihr 2 Blätter mit jeweils die Wörter Yes, No oder auch im Deutschen Ja, Nein. Dann müsst ihr Kerzen aufstellen. Man sollte es aber auch nicht übertreiben, so wie hier auf diesem Bild. Und dann habt ihr geschafft, nach 15 Minuten warten, dann einen Geist zu beschwören. Allerdings die Gefahr. Ja, in meinem gestrigen Video habe ich ja erklärt, was der Unterschied zwischen einem Geist und Dämon ist. Und Geister und Dämonen kannst du genau per Gläserrücken, aber auch über das Ouija-Board beschwören. Dämonen sind aber auch ganz gefährliche Wesen, die so tun, als wären sie nett, aber euch dann hinterher doch umbringen. Ein kleiner Tipp ist, auch wenn ihr zum Beispiel einen Gestorbenen, also einen Verstorbenen habt, der in den letzten Jahren gestorben ist. Zum Beispiel mein Onkel ist vor 3 Jahren gestorben, also 2014. So, der Geist kann die Gestalt deines Onkels annehmen und ihr wisst es aber nicht. Ihr denkt, das wäre euer Onkel, Tante, Oma, Opa, leider auch, gibt es leider auch Geschwister oder auch Eltern. Es gibt vieles. Mein Hund guckt gerade zum Spiegel, alles klar. Und jetzt kommen wir zum Gefährlichen bei der Sache. Oder beziehungsweise zum Tipp von mir. Ihr könnt den Geist auch persönliche Fragen stellen, die nur euer Onkel, Tante, Oma, Opa, Geschwister oder Eltern wissen, gewusst haben. Wenn die Antwort nicht falsch ist, wisst ihr sofort, es ist ein Dämon. Wenn die Antwort richtig ist, habt ihr Kontakt zu euren Eltern bzw. zu euren Familien aufgenommen, die verstorben sind. Und so kommen wir... Verarscht du mich? Und so kommen wir zum letzten Ritual, und zwar... beziehungsweise zum letzten Teil unseres Videos, und zwar den Slenderman. Das Slenderman an sich ist nicht wirklich so gefährlich, wie man denkt. Aber... gefährlich ist er schon. Also er ist nicht so gefährlich wie die anderen Sachen davor, aber er ist trotzdem gefährlich. Der Slenderman an sich ist eine Gestalt mit Tentakeln. Die Gestalt Slenderman müsste knapp 3 Meter groß sein. Seine Tentakeln sind Länge 2 Meter. Der Slenderman ist so entstanden, dass... seine jüngere Tochter ermordet wurde und er Rache haben wollte. Er hat sich einen Anzug genommen, eine Maske und diese Tentakel angebaut. Doch dann verstarb der Mann, beziehungsweise der Vater von Jenny. Und aber seine Rache wollte er immer noch und deswegen ist er immer noch in diesem Anzug gefangen. Seine Seele bleibt damit auf der Erde. Was allerdings gefährlich ist an den Slenderman ist, dass er Kinder entführt. Er entführt die Kinder und reißt denen die Seele raus. Beziehungsweise die eigene Beine. Was ich persönlich an den Slenderman gruselig finde, ist, dass wenn er keine Augen hat, steht trotzdem auf einem Papier, I see you.
Er sagt, er sieht denjenigen, obwohl er keine Augen hat. Das ist schon irgendwie gruselig. Okay, wie immer war es das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da. Abonnieren könnt ihr gerne machen, müsst ihr aber nicht. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr die Bloody Mary wollt oder einzelne Videos von den Sachen, die ich euch aufgezählt habe. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und tschüss.